Happy Halloween, alle miteinander. Es ist wieder soweit. Die schaurigste Nacht des Jahres steht vor der Tür. I hate Halloween. Und neben Süßigkeiten, Kostümen und coolen Partys sind natürlich auch Horrorfilme Teil der Halloween-Kultur. Happy Halloween! Screw you! Egal ob Freddy Krüger, Jason Voorhees oder Michael Myers, Halloween hat seine ganz eigenen legendären Filmklassiker. What's your favorite scary movie? Doch auch abseits der alten Horror-Ikonen haben es neuere Filme geschafft, einen Kultstatus zu entwickeln. I'm the man you call Jigsaw. Daher präsentieren wir euch heute 5 moderne Horrorklassiker, die perfekt zu Halloween passen. Haunted House-Filme waren schon beinahe komplett ausgelutscht. Doch dann nahm sich James Wan das Genre vor und verfilmte die Abenteuer der paranormalen Ermittler Ed und Lorraine Warren. Well, we've been called ghost hunters, paranormal researchers. But we prefer to be known simply as Ed and Lorraine Warren. Im Gegensatz zu vielen modernen Horrorfilmen konzentriert sich The Conjuring auf den Aufbau einer gruseligen Atmosphäre und setzt nicht auf unnötige Jumpscares oder Gewaltorgien. Die Charaktere stehen im Mittelpunkt, weshalb wir mit ihnen mitfiebern, wenn es ungemütlich wird. Bei einem Budget von 20 Millionen Dollar und Einnahmen von 318 Millionen Dollar war The Conjuring ein voller Erfolg, dem ein ebenfalls erfolgreiches Sequel sowie die Annabelle Spin-offs folgten. Wenn The Blair Witch Project der Horrorfilm war, der uns erstmals das Konzept eines Found-Footage-Thrills präsentierte, dann war Paranormal Activity der Streifen, der es zurückbrachte. Im Film dokumentieren Katie und Micah die mysteriösen Ereignisse, die sich nachts bei ihnen zu Hause abspielen. Selten wurde mit so simplen Methoden für Grusel gesorgt. Ob eine schwebende Bettdecke oder eine knallende Tür, das geringe Budget des Films passte perfekt zum Stil. Wenn etwas amateurhaft aussah, war das gut so, denn immerhin sollte der Zuschauer davon überzeugt werden, dass es sich hierbei um eine echte Privatdokumentation handelt. Jedes Jahr, pünktlich zu Halloween, folgten schon bald die Fortsetzungen, weshalb der intime Gruselspaß definitiv seinen Platz auf unserer Liste verdient hat. Wer hätte gedacht, dass aus einem Kurzfilm von 2 Filmstudenten eins der erfolgreichsten Horror-Franchises aller Zeiten wird? In Saw finden sich der Fotograf Adam Stanhate und der Arzt Dr. Lawrence Gordon in einem diabolischen Spiel des sogenannten Jigsaw-Killers wieder. Let the game begin. Mit Saw gelang es James Wan, einen Horrorfilm zu schaffen, der den Zuschauer in den Bann zog und dem die Kinnlade spätestens beim Plot-Twist am Boden hing. In den Fortsetzungen mauserte sich John Kramer, aka Jigsaw, zu einer der ikonischsten Horrorfiguren aller Zeiten. You can't help them. They have to help themselves. Zurzeit läuft bereits das 8. Kapitel der Reihe im Kino und die Spiele scheinen härter denn je zu sein. No, it's not creepy at all. Der nächste Eintrag auf unserer Liste ist ein reines Phänomen. Selten haben Fans einen Horrorfilm dermaßen gefeiert, ohne tatsächlich über den Plot zu sprechen, da es eine zu große Schande wäre, einem diese Wendung zu spoilern. Oh, let's get this party started! Im Film geht es zunächst um ein paar Jugendliche, die ein entspanntes Wochenende in einer Hütte mitten im Wald verbringen möchten. Schon bald probieren dunkle Mächte, sie zu töten. Diesen Plot hat man wahrscheinlich schon 100.000 Mal gehört, doch Cabin in the Woods ist nicht das, was es zunächst zu sein scheint. Oh my God. Vielmehr dekonstruiert der Film das komplette Horrorgenre und ist gespickt mit Meta-Humor und Anspielungen. Der von Nerd-Ikone Joss Whedon geschriebene Film ist eine Liebeserklärung an das gesamte Horrorgenre und somit auch gefüllt mit Tricks und Treats für einen gelungenen Halloween-Abend. Really? Kaum ein Film beinhaltet so viel Halloween wie dieser. Nicht einmal John Carpenters Klassiker Halloween setzt sich derartig konsequent mit dem Feiertag auseinander. All these traditions. Michael Dougherty's Feiertagsspaß erzählt nicht eine, sondern gleich 4 Geschichten, die alle in derselben Halloween-Nacht in einer Kleinstadt von Ohio stattfinden. Mit düsteren Gestalten, Crossovern zwischen den einzelnen Geschichten sowie einer ordentlichen Portion schwarzem Humor punktet Trick or Treat gewaltig. Daddy, wanna carve a pumpkin? Daddy, I want to go to the parade. Daddy, I wish Mommy was still alive. Doch gerade die detaillierte Auseinandersetzung mit dem Feiertag selbst macht Trick or Treat zu einem Liebesbrief an Halloween selbst. You must really like Halloween. Der kleine Sam hat jetzt schon Kultstatus erreicht und wir dürfen uns auch über eine Fortsetzung freuen, die bereits angekündigt wurde.
You gotta be fucking kidding me. Was haltet ihr von diesen modernen Halloween-Klassikern? Und welche Filme verbindet ihr mit Halloween? Schreibt es uns in die Kommentare. Und für mehr Content schaut euch diese Videos an.